Grüße euch zum Männer-Wochenorakel vom 5. bis zum 11. Juni 2017. Mein neues Headset, ich hoffe, ich habe es gut eingestellt, dass er mich gut versteht und es nicht an meinem PC liegt mit den Nebengeräuschen. Okay. Wir haben hier bei der ersten Legung den Apatit. Bei der zweiten Legung den Eldrit. Eldarit, okay. Beim dritten habe ich auch so ein bisschen meine Probleme mit dem Aussprechen. Shia Stolit geht nicht so einfach von der Zunge. Okay. Könnt ihr in euch gehen und wie immer beginne ich mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte von Thorsten Weiß. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Mein Wert steigert sich durch alles, was ich durch meine Kreativität zum Ausdruck bringe. Je kreativer du bist, je mehr du deine innere Kreativität siehst und sie zum Ausdruck bringst, je direkter dein Kontakt zu deinem Herzen und deinen inneren Potenzialen wird, desto mehr wird deine Umwelt deinen wahrhaftigen und authentischen Wert sehen können. Dies wird sich auch direkt in der Höhe der Wertschätzung zeigen können und dadurch für dich sichtbar werden. Finde dich selbst und bringe dich zum Ausdruck. Umso mehr Wertschätzung wirst du erfahren. Okay, und eure Krafttierkarte für diese Woche. Hier haben wir den Wal, so wenn ich jetzt an die letzten 14 Tage denke. Und würde ich sagen, am liebsten würden wir jetzt alle ins Wasser springen, oder? Also mir geht's mal zumindest so, na, beide oben sieht man ihn besser. Das war jetzt so. Puh. Wal steht für Toleranz. Du erleichterst dir dein Leben, wenn du der Vielfalt des Daseins mit liebevoller Toleranz begegnest. Affirmation: Ich achte das Anderssein und lerne von der enormen Vielfalt und Variationsbreite allen lebendigen Seins. Ich bin selbst ein Teil dieses wundervollen Kaleidoskops. Herrlich. Okay, beginnen wir auch gleich mit dem Heilstein Apatit. Kristallsystem, Hexagonal, Entstehung, Territärmineral, Chakra, Hals, Kehlchakra, Sternzeichen, Zwilling, Schütze, Name griechisch, Apatos, Täuscher. Für die Heilkunde steht der Bezug zu Knochen. Knochenbrüchen ist deutlich. Da hilft er auch bei Osteoporose, Bindegewebsschwäche und Rachitis. Er kann aber auch den Blutdruck senken und öffnet die Gedanken, hilft der Konzentration, der Kommunikation und bei Lustlosigkeit wirkt er aufbauend und entsäuernd. Aufladen in der Bergkristallgruppe, Morgensonne und in der Abendsonne. Da schiebt man ein bisschen weiter höher. Okay. Und die erste Karte, hier haben wir Hagen,
Der Verrat. Mythos. Hagen ist die rechte Hand von König Gunther. Nachdem sich die Dinge in Burgund immer weiter zum Schlechteren hin wenden, tötet er den Störenfried Siegfried aus dem Hinterhalt. Allgemein, angebliche Freunde stellen sich als falsche heraus. Lügen, Intrigen, Misstrauen und Heuchelei prägen das Bild. Wobei nicht immer nur der aktive Handelnde die Schuld trägt. Auch passives Ausweichen, Opferhaltung, Drücken vor Verantwortung und das Unterlassen einer eindeutigen Stellungnahme oder zu erbringenden Hilfeleistung können gemeint sein. Sollten wir die Absicht haben, eine Person mit unlauteren Mitteln zu übervorteilen, so mag dies aus der Sicht unserer eigenen moralischen Brille zwar gerechtfertigt erscheinen, ja vielleicht sogar gelingen, doch müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass alles, was wir aussenden, irgendwann auf uns zurückfällt. Okay. Und beruflich, hier haben wir Yggdrasil, die Aufrichtigkeit. Mythos, der gewaltige Baum stellt den zentralen Mittelpunkt im germanischen Weltenbild dar, dessen Äste und Wurzeln in die neuen Welten auslaufen. Sein Gerüst entspricht auf mikrokosmischer Ebene dem menschlichen Rückgrat. Beruf? Im Bereich der Arbeitswelt fordert uns die Karte dazu auf, seinen ganzen Mann zu stehen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Bei Zweifeln und der aufkommenden Angst, Problemen und Aufgaben nicht gewachsen zu sein, erteilt dem Esche den Rat, bei sich selbst zu bleiben und die Herausforderungen Schritt für Schritt und nach bestem Gewissen anzugehen. Langsam, aber beständig wächst der Baum. Durch ehrliches, aufrichtiges Verhalten sind noch immer die wenigsten Fehler entstanden. Okay, und in Bezug auf die Liebe, hier haben wir Hugin und Mugin, die Nachrichten. Mythos, die beiden Raben werden allmorgendlich von Odin in die Welt ausgesandt, damit sie ihm stets die neuesten Kunde überbringen. Beziehung, hier mag manche Überraschung auf uns warten, Botschaften und Signale erreichen uns vielleicht dann nur schwer oder auf Umwegen. Wenn unsere emotionale Empfindungsebene oder die unseres Partners getrübt oder blockiert ist. Die Karte ist ebenfalls ein Hinweis darauf, die eigenen Wünsche und Befindlichkeiten dem Partner mitzuteilen und nicht passiv auf sein Entgegenkommen zu warten. Sonst könnte es passieren, dass wir am Ende selbst vor vollendeten Tatsachen stehen. Und Amors Botschaft, hier haben wir die Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Aus dem Schutzengel-Tarot haben wir hier 5 des Denkens. Der Weg, den du eingeschlagen hast, schien der richtige zu sein. Doch jetzt stehst du vor einer Herausforderung. Es gibt eine bessere Richtung, die dich letzten Endes viel glücklicher machen wird. Veränderungen sind notwendig, damit du wieder auf den richtigen Weg findest. Meide den Umgang mit negativen Menschen, die dich schwächen oder unerwünschtes Drama in dein Leben bringen.
Okay, du scheinst im Allgemeinen nicht selbst daran schuld zu sein, aber versuch auch hier aus dem Opferdenken herauszukommen. Und die Einhornkarte besagt, hier haben wir Erzengel Gabriel, strahlenden Sonnenschein und Sternenhimmel und alle Rufe rufen sie das klare weiße Licht an. Also auch mitunter gewisse Chakra-Reinigung, sich mit der Energie aufladen. Und deine letzte Karte. Ich akzeptiere meine Einzigartigkeit. Sich mit anderen zu vergleichen ist sinnlos, da jeder Mensch anders ist und seine eigene Bestimmung hat. Auch ich selbst bin einzigartig. Ich liebe mich. Okay, kommen wir zur zweiten Legung. Na, da ist ein H, das mache ich mal weg. Eldarit. Kristallsystem, unterschiedliche Strukturen, Entstehung, Primärmineral, Name, Kabamba, Nebula Stein, Eldarit, esoterischer Handelsname von Eldar, in Klammer Elbenkrieger in Tolkiens Herr der Ringe. Sternzeichen Widder und Krebs. Heilkunde, Selbsterhaltung, Immunität, Schutz gegen unterschwellige Einflussnahme von außen, löst Zweifel und Sorgen auf, fördert die Funktion von der Haut, Schweißdrüsen und Körperflüssigkeiten, stärkt das Immunsystem gegen Vireninfektionen, Aufladen in Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Und die allgemeine Karte haben wir Hengnatschir, die Ohnmacht. Na? Jetzt will's nicht, aber ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Mythos. 9 Nächte lang hängt Odin als Hengnatschir hungernd, durstend und von eigenen Speer verwundet an der Weltenesche Yggdrasil. Am Ende dieser selbstgewählten Opferung erschaut es das Geheimnis der Runen. Allgemein, wir hängen wortwörtlich ohnmächtig zwischen den Welten oder in den Seilen, sind ohne Macht und warten auf eine Veränderung der Situation. Diesen erzwungenen Stillstand für eine innere Rückschau zu nutzen, um herauszufinden, was uns in diese Lage gebracht hat, ist das Sinnvollste, was wir hier tun können. Ebenso wie Odin ächzend die Runen aufnahm, müssen wir erkennen, dass wirkliche Erkenntnis eigentlich nie ohne Schmerzen oder Opfer einhergeht. Versuchen wir uns mit dem Gedanken anzufreunden, dass etwas in uns diesen Zustand, so unerfreulich er uns gerade auch scheinen mag, freiwillig auf sich genommen hat, um aus dieser Erfahrung zu lernen. Vertrauen wir auf unser höheres Selbst, dass es uns am Ende die Einsicht beschert, nach der wir einst gerufen haben. Haben wir unsere Lektion gelernt, werden auch wir vom harten Holz abfallen und irgendwann wieder befreit aufatmen. Okay, gehen wir mal beruflich weiter
Und hier haben wir die drei Nornen, das Schicksal. Mythos, die drei Nornen, welche die drei Zeitprinzipien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verkörpern, sitzen an ihrem Brunnen. Unter einer Wurzel der Weltenesche und spinnen die Lebensfäden der Götter und Menschen. Beruf, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich oftmals die Frage stellt, wie es weitergehen soll. Sind wir bereit, die Verantwortung für unsere nächsten Schritte zu unternehmen, werden wir entscheidend dazu beitragen, wie die Karten neu gemischt und verteilt werden. Das eigene Hinterfragen, ob diese Tätigkeit oder Entscheidung mit unseren innersten Überzeugungen auch in Einklang zu bringen ist, mag uns dabei helfen und vor möglichen Fehlern bewahren. Okay, und beziehungstechnisch, hier haben wir die schöne Gerda, die Verlockung. Mythos. Gerda ist ein wunderschönes Mädchen aus dem Geschlecht der Bergriesen. Der Gott Freya verliebt sich rettungslos in sie, doch erst nach hartnäckiger Werbung willigt sie darauf ein. Beziehung. Unsere Sinne werden mit einer besonderen Verlockung konfrontiert. Verlockung steht hier jedoch nicht für bösartige Verführung, der wir um jeden Preis widerstehen sollten. Sie zeigt uns vielmehr eine Angelegenheit, die uns das Leben versüßt, deshalb aber nicht ohne Konsequenzen bleiben muss. Meist handelt es sich um einen Flirt oder eine frisch entflammte Leidenschaft, die unsere Gedanken und Taten beflügeln. In einer bestehenden Partnerschaft stehen die Chancen für eine Vertiefung der Beziehung jetzt besonders gut, da der Schößling den nötigen Boden, in Klammer zu Hause, für sein Wachstum gefunden zu haben scheint. Und Amors Botschaft, hier haben wir die Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Und Schutzengel, hier haben wir Helfer des Denkens. Dein Leben wird von jetzt an ein schnelleres Tempo vorgeben. Ereignisse, die auf Warteschleife zuliegen schienen, erfordern plötzlich deine ganze Aufmerksamkeit. Keine Zeit, dich zurückzulehnen und nachzudenken. Du musst dich in Bewegung setzen, schaue dir alle Einzelheiten an, so gut du es vermagst. Du kennst und triffst oder bist jemand, der schnell denkt und beinahe auf Anhieb begreift, was getan werden muss. Diese Person ist sowohl selbstbewusst als auch mutig. Jetzt fangen sie wieder an mit der Musik. Mist. Okay, hier haben wir 5 des Handelns. Deine Engel wollen dich wissen lassen, dass deine gegenwärtige Herausforderung dich dazu drängt, Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen. Sei bereit, für dich selbst einzustehen und deine Position zu verteidigen. Du hast das Recht, dich von Personen fernzuhalten, die unerwünschtes Drama in dein Leben bringen. Passt ja gerade, ne? Musikeinsatz von unten.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr glaubt ja gar nicht, dass ich wie froh ich bin, wenn ich eine andere Wohnung gefunden habe, wo ich dann endlich auch in Ruhe arbeiten kann. Und hier haben wir Seelenerfüllung. Was ist dein Traum? Zu musizieren, eine Familie zu haben? Ja, streben Sie nach dem, was Ihre Seele jubeln lässt. Und deine letzte Karte, was ich tue, schenkt mir tiefe Befriedigung. Jeder Augenblick ist für mich etwas Besonderes, denn ich höre stets auf die Stimme meines Herzens. In allen meinen Angelegenheiten herrscht Harmonie. Okay. Kommen wir zur letzten Legung. Schiastolit. Name nach Griechisch Kriastos, das mit einem X beginnt und Lithos Stein benannt, Kreuzstein. Kristallsystem rhombisch, Entstehung Territärmineral, Chakra, Wurzel, Basischakra, Herzchakra, Sternzeichen, Steinbock und Waage, Heilkunde, Identität, Umsetzen der Lebensaufgabe, hilft Ängste und Schuldgefühle aufzulösen, fördert Realitätssinn und Nüchternheit, lindert Übersäuerung, Rheuma und Gicht, hilft bei Erschöpfung, Schwächezuständen und Lähmungserscheinungen. Ah, müsste ich mir dann auch mal besorgen, dass dann bei der rechten Körperhälfte hilft. Schauen wir mal. Aufladen, Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Und die erste allgemeine Karte. Hier haben wir Oski, die Erfüllung. Mythos. Als Oski, der Wunscherfüller, erscheint Odin als Spender von Segen, Gesundheit und Fruchtbarkeit zur winterlichen Jahreszeit. Allgemein, wenn Oski erscheint, tritt meist etwas Wunderbares in unser Leben, das uns Freude und Wonne verheißt. Dabei kann es sich um eine gute Nachricht, einen Liebesbeweis, ein Geschenk oder einfach um eine schöne Überraschung handeln. Ebenso mag ein lang gehegter Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Auch Großzügigkeit ist ein wesentlicher Aspekt dieser Karte. Denn nur durch ehrliches Geben öffnen wir uns selbst für Liebe und materielles Wohlergehen. Geschenke bewirken oft sehr Positives, erhalten die Freundschaft und knüpfen neue Bande. Sollte jedoch von Herzen kommen und nicht an persönliche Erwartungen oder Bindungen geknüpft sein. Sonst nämlich lassen Enttäuschungen und Unmut nicht lange auf sich warten, die sich ausbreiten, sobald wir nicht jene Dankbarkeit, Zuwendung oder Anerkennung erhalten, die wir uns damit möglicherweise zu erwerben erhofft hatten. Und Beruf, hier haben wir Walküren, die Schicksalsengel. Mythos, die Wählerin der Toten, sind Odins Töchter und Helferinnen. Sie erfüllen des Göttervaters Wünsche und geleiten die im Kampf gefallenen Helden nach Valhall, den Kriegerhimmel. Beruf Odins Mädchen verheißen Sieg und weisen auf eine günstige Führung und damit auf das Gelingen eines Vorhabens hin. Allerdings verlangen sie ein Opfer von uns, vor allem wenn wir nicht gänzlich in Übereinstimmung mit unserem höheren Selbst handeln. Das herauszufinden ist allerdings eine andere Aufgabe. Dies steht immer in Verbindung mit dem göttlichen Willen.
also jener Schicksalskraft, die alles lenkt und darüber entscheidet, ob unsere Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden. Und im Beziehungsleben haben wir, ja, wie heißt es, das goldene Zeitalter, die Ganzwerdung, ähnlich wie Adam und Eva, kommen sie aus dem Yggdrasil herausgekrabbelt. Die letzte Karte des Decks. Mythos. Nachdem die alte Welt vernichtet wurde, steigt eine neue grüne Welt empor. Zwei Menschen, Liv und Liftrasir, die sich im Geäst des Weltenbaumes verstecken und überleben konnten, betreten diese staunend, um sie neu zu bevölkern. Der Schöpfungskreis schließt sich und beginnt von neuem. Beziehung. Hier ist das goldene Zeitalter ein Zeichen für ein harmonisches, liebevolles Miteinander, in dessen Umkreis Vertrauen und gegenseitiger Respekt gedeihen. Es eröffnet sich verheißungsvolle Möglichkeiten, mit dem Partner in Bereiche vorzustoßen, die wir vielleicht nicht mehr für möglich gehalten haben. Möglicherweise ist die Karte auch ein Hinweis auf einen Menschen, der uns fortan ein liebevoller Gefährte sein will, dem wir uns öffnen dürfen und mit dem wir uns vorstellen können, eine Familie zu gründen. In der Beziehung zu uns selbst treten grundlegende Heilungsprozesse ein, die uns in völlig neue Bereiche unseres Wesens vordringen lassen können und die Dinge wieder heiler und runder werden lassen. Puh, wird schon ganz schön heiß hier. Amors Botschaft. Riskante Versuchung, der Schein trügt. Lass dich von der Liebe leiten. Ein Gefühl. Und hier haben wir 9 des Denkens. Höre auf, so hart mit dir selbst umzugehen und richte deine Gedanken auf etwas Positives. Es gibt keinen Grund zur Sorge, das Schlimmste zu erwarten, bringt gar nichts. Wisse, dass der Himmel eine Lösung anbieten wird, falls du vor Sorgen wegen eines Problems nachts nicht schlafen kannst, übergib das Problem deinen Engeln. Und Einhorns Botschaft, hier haben wir die Schöpfung, auch eine Familienkarte. Konzentrieren Sie sich auf eine Vision zum Wohle aller, dann werden die Einhörner Ihnen helfen. Das Leben unterstützt mich. Ich vertraue dem Leben und das Leben ist immer für mich da. Ich bin jederzeit sicher und geborgen. Puh. Ich muss euch gestehen, ich bin froh, wenn ich jetzt den Ventilator wieder anschalten kann. Kommen wir noch zu Amors Botschaft und ja und nein ist natürlich mit dabei. Ich mische und lege die Karten aus. Ich löse auf.
Das Nein. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Hier haben wir das Ja und hier der heimliche Verehrer. So, jetzt bin ich gespannt, ob man meine Stimme wesentlich besser hört wie zuvor. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bzw. Woche. Tschüss!